Besitzer seine Kunden warten, um persönlich bei der Telefongesellschaft anzurufen. Mein Telefon wurde sofort wieder freigeschaltet. 2 Minuten später erhielt ich einen sehr wichtigen Anruf und 1 Stunde später kam der, den ich so dringend erwartet hatte. Unsere Schiffe kommen über ruhige See in den Hafen. Solange sich ein Mensch einer Situation widersetzt, wird sie bleiben. Läuft er vor ihr davon, wird sie ihm folgen. Ich erzählte dies einmal einer Frau und sie sagte, das ist so wahr. Ich war zu Hause unglücklich, weil ich mit meiner Mutter nicht zurechtkam, die nörglerisch und tyrannisch war. Also lief ich davon und heiratete. Doch ich heiratete meine Mutter, denn mein Ehemann war genau wie meine Mutter und ich steckte in derselben Situation wie zuvor. Sei willfährig deinem Widersacher bald. Dies bedeutet, erkenne an, dass eine ungute Situation gut ist und bleibe davon unberührt, dann wird sie sich von selbst auflösen. Nichts von diesen Dingen berührt mich, ist eine wunderbare Affirmation. Unharmonische Situationen resultieren aus Disharmonien im Inneren. Wenn man in einer unharmonischen Situation nicht mit entsprechenden Emotionen reagiert, verschwindet diese für immer aus dem Leben. Wir sehen also, dass der Mensch fortwährend an sich selbst arbeiten muss. Immer wieder werde ich gebeten, bitte behandeln Sie meinen Ehemann oder meinen Bruder, damit er sich ändert. Ich erwidere dann jedes Mal, nein, ich behandle Sie, damit Sie sich ändern. Denn wenn Sie sich ändern, wird sich auch Ihr Mann oder Ihr Bruder ändern. Eine meiner Schülerinnen hatte die üble Angewohnheit zu lügen. Ich erklärte ihr, dass dies keine gute Methode wäre und dass sie, wenn sie log, auch belogen werden würde. Sie antwortete, das ist mir egal. Ohne zu lügen komme ich einfach nicht zurecht. Eines Tages telefonierte sie mit einem Mann, den sie sehr liebte. Sie wandte sich zu mir und flüsterte, ich traue ihm nicht. Ich bin mir sicher, dass er mich belügt. Ich antwortete, nun, du lügst selbst. Also muss dich jemand belügen. Und du kannst dir sicher sein, dass das genau die Person sein wird, von der du eigentlich die Wahrheit hören willst. Als ich sie einige Zeit später wieder sah, sagte sie, ich bin vom Lügen kuriert. Was hat dich denn geheilt? Wollte ich wissen. Ich lebte mit einer Frau zusammen, die noch schlimmer lügt als ich, antwortete sie. Man wird oft von Fehlern geheilt, wenn man sie bei anderen sieht. Das Leben ist ein Spiegel und wir sehen in den Menschen um uns herum nur unser eigenes Spiegelbild. In der Vergangenheit zu leben ist eine Methode des Misserfolges und man verletzt damit ein geistiges Gesetz. Denn es heißt, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Lots Frau blickte zurück und wurde zur Salzsäule. Die Vergangenheit und die Zukunft sind Zeitdiebe. Der Mensch sollte die Vergangenheit segnen und vergessen, wenn sie ihn gefesselt hält. Die Zukunft sollte er segnen in dem Bewusstsein, dass sie endlose Freuden für ihn bereithält. Leben aber sollte er voll und ganz im Jetzt. Eine Frau kam zu mir und beklagte sich darüber, dass sie kein Geld hätte, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Letztes Jahr war alles anders, sagte sie. Ich hatte jede Menge Geld und habe wunderschöne Dinge verschenkt. Doch dieses Jahr habe ich keinen Cent. Ich antwortete, Sie werden kein Geld haben, solange Sie sich selbst bemitleiden und in der Vergangenheit leben. Leben Sie voll und ganz im Jetzt und bereiten Sie sich darauf vor, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Graben Sie Gräben, dann wird das Geld auch kommen. Sie rief, ich weiß, was ich tue. Ich kaufe Schleifen, Weihnachtsanhänger und Weihnachtspapier. Ich antwortete,
tun sie das. Und die Geschenke werden kommen und sich wie von selbst an die Anhänger heften. Sie zeigte mit ihrer Vorgehensweise finanzielle Furchtlosigkeit und Glauben an Gott, während der rationale Verstand sagte: Halte jeden Cent, den du besitzt, fest, da du nicht sicher sein kannst, dass du mehr Geld bekommst. So kaufte sie Anhänger, Geschenkpapier und Schleifen, und einige Tage vor Weihnachten bekam sie einige $100 geschenkt. Durch den Kauf von Papier und Schleifen hatte sie ihrem Unbewussten eine Erwartung eingeprägt und den Weg für die Manifestation des Geldes freigemacht. Sie konnte alle Geschenke zeitgerecht kaufen. Der Mensch muss auf den Augenblick eingestellt leben. Achte deshalb gut auf den heutigen Tag. So heißt du den heraufziehenden Tag willkommen. Aus dem Sanskrit. Der Mensch muss geistig wach sein, jederzeit Führung erwarten und jede Gelegenheit nutzen. Eines Tages sagte ich im Stillen immer wieder zu mir selbst: Unendlicher Geist, lass mich keine Chance übersehen. Und schon am selben Abend wurde mir etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Es ist wesentlich, den Tag mit den richtigen Worten zu beginnen. Sprich gleich beim Aufwachen eine Affirmation. Zum Beispiel diese: Dein Wille geschehe an diesem Tag. Heute ist der Tag der Vollendung. Ich danke für diesen vollkommenen Tag. Ein Wunder wird dem anderen folgen, und sie werden niemals versiegen. Wenn du dir dies zur Gewohnheit machst, werden in deinem Leben schon bald kleine und große Wunder geschehen. Eines Morgens nahm ich ein Buch zur Hand und las: Blicke voller Staunen auf das, was vor dir liegt. Dieser Satz schien meine Botschaft des Tages zu sein. Deshalb wiederholte ich ihn im Stillen immer wieder. Blicke voller Staunen auf das, was vor dir liegt. Gegen Mittag erhielt ich eine große Geldsumme, die ich mir für einen bestimmten Zweck gewünscht hatte. Im letzten Kapitel dieses Buches erhaltet ihr einige Affirmationen, die sich als sehr wirksam erwiesen haben. Man sollte jedoch keine Affirmationen sprechen, wenn sie nicht absolut befriedigend und überzeugend für das Unbewusste sind. Deshalb werden Affirmationen häufig abgeändert, um zu der jeweiligen Person zu passen. Eine Affirmation wie diese hat schon vielen Erfolg gebracht. Mein Job ist wirklich wunderbar und passt zu meiner Welt. Ich gebe gerne mein Bestes und verdiene gutes Geld. Ich sagte die erste Zeile einer meiner Schülerinnen und sie ergänzte die zweite. In dieser Aussage steckt sehr viel Macht, weil gute Arbeit immer angemessen entlohnt werden sollte und weil sich ein Reim dem Unbewussten besonders leicht einprägt. Meine Schülerin sang diese Affirmation oft laut und fand schon bald einen wunderbaren Job, der hervorragend zu ihr passte, für den sie ihr Bestes gab und in dem sie gutes Geld verdiente. Ein anderer Schüler, der ein eigenes Geschäft hatte, änderte die Affirmation so ab, dass sie zu seiner Situation passte. Er wiederholte immer wieder: Mein Geschäft läuft wirklich wunderbar. Es passt zu meiner Welt. Ich gebe gern mein Bestes und verdiene gutes Geld. Schon am selben Nachmittag schloss er ein Geschäft um $140.000 ab, obwohl er zuvor monatelang völlig unbeschäftigt war. Jede Affirmation muss sorgfältig formuliert werden und den Wunsch vollständig abdecken. Ich kannte eine Frau, die sich in finanzieller Not befand und sich lediglich Arbeit wünschte. Sie bekam reichlich Arbeit, wurde aber nie dafür bezahlt. Sie ergänzte ihre Affirmation um den Satz: Ich gebe gern mein Bestes und verdiene gutes Geld. Es ist das göttliche Recht des Menschen, genug zu haben. Mehr als genug sogar. Dann füllen sich deine Scheunen mit Korn, deine Fässer laufen über von Wein.
Dies ist Gottes großartige Idee für uns Menschen. Und wenn der Mensch die Schranken des Mangels in seinem eigenen Bewusstsein niederreißt, bricht für ihn ein goldenes Zeitalter an. Und jeder rechtschaffene Wunsch seines Herzens wird ihm erfüllt. Die Gesetze des Karmas und der Vergebung. Der Mensch bekommt nur das, was er gibt. Das Spiel des Lebens ist ein Bumerangspiel. Die Gedanken, Worte und Taten eines Menschen kehren früher oder später zu ihm zurück, mit erstaunlicher Genauigkeit. Dies ist das Gesetz des Karmas, was in Sanskrit Wiederkehr bedeutet. Denn das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Eine Freundin erzählte mir eine Geschichte über sich selbst, die das Gesetz illustriert. Ich erlebe mein Karma an meiner Tante. Was immer ich zu ihr sage, sagt bald darauf jemand zu mir. Ich bin zu Hause oft sehr reizbar. Und eines Tages sagte ich zu meiner Tante, als sie mir während des Abendessens zu viel erzählte, »Hör bitte auf zu reden. Ich würde gerne in Ruhe essen.« Am nächsten Tag ging ich mittags mit einer Frau essen, auf die ich einen guten Eindruck machen wollte. Ich sprach angeregt mit ihr, als sie zu mir sagte, »Hören Sie bitte auf zu reden. Ich würde gerne in Ruhe essen.« Meine Freundin hat ein hochentwickeltes Bewusstsein. Deshalb kehrt ihr Karma viel rascher zu ihr zurück, als das bei jemandem auf einer spirituell niedrigeren Ebene der Fall ist. Je mehr der Mensch weiß, desto mehr ist er für sein Tun verantwortlich. Und wenn ein Mensch das spirituelle Gesetz kennt, aber nicht anwendet, wird er darunter sehr zu leiden haben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wenn wir das Wort Herr als Gesetz lesen, werden viele Stellen in der Bibel erheblich klarer. Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also das Gesetz. Es ist das Gesetz, das Rache nimmt, nicht Gott. Gott sieht den Menschen als vollkommen, ihm zum Bilde und ausgestattet mit Stärke und Macht. Dies ist die vollkommene Idee vom Menschen, im göttlichen Geist verewigt, die nur darauf wartet, vom Menschen erkannt und anerkannt zu werden. Denn der Mensch kann nur das sein, als was er sich selbst sieht, und nur erlangen, was er sich selbst erlangen sieht. Nichts geschieht je ohne einen Zuschauer, sagt ein altes Sprichwort. Der Mensch sieht zuerst seinen Erfolg oder Misserfolg, seine Freude oder seine Sorge im Geiste, bevor die Szenen aus seiner Vorstellung in der Außenwelt sichtbar werden. Wir haben dies bei der Mutter beobachtet, die sich eine Krankheit für ihr Kind ausmalte, und bei der Frau, die sich den Erfolg ihres Ehemannes bildlich vorstellte. Jesus Christus sagte, »Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« Folglich sehen wir, dass Freiheit, Freiheit von allen unerwünschten Zuständen, aus dem Wissen resultiert, dem Wissen um das spirituelle Gesetz. Gehorsam geht der Macht voraus, und das Gesetz fügt sich dem Menschen, wenn er das Gesetz respektiert. Das Gesetz der Elektrizität muss befolgt werden, ehe die Elektrizität dem Menschen dienstbar wird. Unkundig genutzt wird sie zum tödlichen Feind des Menschen. So ist es auch mit den geistigen Gesetzen. Eine Frau mit einem starken persönlichen Willen wünschte sich, ein Haus zu besitzen, das einem Bekannten gehörte. Und sie stellte sich oft bildlich vor, wie sie selbst in dem Haus wohnte. Nach einiger Zeit starb der Mann und sie zog in das Haus ein. Einige Jahre später, als sie die spirituellen Gesetze kennengelernt hatte, fragte sie mich, »Glauben Sie, dass ich irgendetwas mit dem Tod dieses Mannes zu tun habe?« Ich antwortete, »Ja, Ihr Wille war so stark, dass ihm alles Platz machte. Aber Sie haben Ihre karmische Schuld bereits bezahlt. Ihr Ehemann, den Sie sehr liebten, ist bald danach gestorben und das Haus hat Ihnen lange Zeit hohe Kosten verursacht.« Weder der Vorbesitzer noch ihr Mann wären jedoch von ihren Gedanken beeinflusst worden, hätten sie auf die Wahrheit gebaut.
Doch sie unterstanden beide dem Gesetz des Karmas. Die Frau hätte, als sie das Haus unbedingt haben wollte, sagen sollen: Unendliche Intelligenz, gib mir das richtige Haus, das nach göttlichem Recht meines ist. Eines, das ebenso bezaubernd ist wie dieses hier. Die göttliche Wahl hätte alles perfekt geregelt und allen Gutes gebracht. Sich nach dem göttlichen Plan zu richten, ist der einzige Weg, sicher zum Ziel zu kommen. Das Wünschen ist eine mächtige Kraft, die in die richtigen Kanäle geleitet werden muss, damit sie kein Chaos verursacht. Will man etwas verwirklichen, besteht der erste und wichtigste Schritt darin, richtig zu bitten. Der Mensch sollte immer nur etwas fordern, das ihm nach göttlichem Recht zusteht. Um zu unserem Beispiel zurückzukehren, hätte die Frau die Haltung eingenommen: Wenn dieses Haus, das ich mir wünsche, meines ist, kann ich es nicht verlieren. Wenn es das aber nicht ist, gib mir ein gleichwertiges. Dann hätte der Mann sich vielleicht dazu entschieden, harmonisch auszuziehen, wenn das Haus die göttliche Wahl für sie gewesen wäre. Oder die Frau hätte ein passendes Ersatzhaus gefunden. Alles, was durch den persönlichen Willen erzwungen manifestiert wird, ist immer unrechtmäßig erworben. Und ein Misserfolg. Der Mensch wird ermahnt: Mein Wille geschehe und nicht deiner. Und das Seltsame dabei ist, dass der Mensch immer bekommt, was er sich wünscht, wenn er darauf verzichtet, seinen persönlichen Willen durchzusetzen und auf diese Weise der unendlichen Intelligenz die Möglichkeit gibt, durch ihn zu wirken. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Eine Frau kam verzweifelt zu mir. Ihre Tochter hatte beschlossen, eine sehr gefährliche Reise zu unternehmen, und die Mutter war deswegen voller Angst. Sie sagte, sie habe es mit jedem erdenklichen Argument versucht, habe auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und ihr schließlich sogar verboten, die Reise anzutreten. Doch die Tochter sei dadurch nur rebellischer und entschlossener geworden. Ich erklärte der Mutter: Sie versuchen, ihrer Tochter ihren Willen aufzuzwingen, wozu sie kein Recht haben. Und mit ihrer Angst vor dieser Reise ziehen sie die Gefahren förmlich an. Denn der Mensch zieht das an, wovor er sich fürchtet. Und ich fügte hinzu: Lassen Sie los und ziehen Sie Ihre geistigen Hände zurück. Legen Sie die Angelegenheit in Gottes Hand und affirmieren Sie: Ich lege die Sache in die Hände der unendlichen Liebe und Weisheit. Wenn die Reise dem göttlichen Plan entspricht, segne ich sie und werde mich ihr nicht länger widersetzen. Wenn sie aber nicht dem göttlichen Plan entspricht, sage ich Dank dafür, dass sie jetzt aufgegeben und aufgelöst ist. Einen oder zwei Tage später sagte ihre Tochter zu ihr: Mutter, ich habe meine Reisepläne aufgegeben. Und die Situation kehrte zu ihrer natürlichen Bedeutungslosigkeit zurück. Zu lernen, fest zu stehen, scheint dem Menschen sehr schwer zu fallen. Ich habe dieses Gesetz im Kapitel über die Widerstandslosigkeit bereits ausführlich behandelt. Ich gebe ein weiteres Beispiel für das Säen und Ernten, das auf höchst sonderbare Weise zustande kam. Eine Frau suchte mich auf und erzählte mir, dass man ihr in der Bank einen falschen 20-Dollar-Schein ausgezahlt habe. Sie war ziemlich beunruhigt deswegen, denn sie meinte: Die Leute in der Bank werden ihren Fehler bestimmt nicht zugeben. Ich antwortete: Lassen Sie uns die Situation analysieren und herausfinden, wieso Sie diese Situation angezogen haben. Sie dachte ein paar Augenblicke lang nach und rief dann: Ich weiß wieso. Ich habe einer Freundin ein Bündel Spielgeld geschickt, nur so zum Spaß. Und so hatte ihr das Gesetz unechtes Geld geschickt, weil es keinen Spaß versteht. Dann rufen wir jetzt das Gesetz der Vergebung an und neutralisieren die Angelegenheit, schlug ich vor. Das Christentum ist auf dem Gesetz der Vergebung gegründet. Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes des Karmas erlöst,
Und der Christus in jedem Menschen ist sein Erlöser und seine Rettung aus allen unharmonischen Situationen. Deshalb sagte ich: Unendlicher Geist, wir berufen uns auf das Gesetz der Vergebung und danken dafür, dass diese Frau unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz und dass sie die 20 Dollar nicht verlieren kann, weil sie ihr nach göttlichem Recht gehören. Und nun, sagte ich, gehen Sie zurück zu der Bank und sagen den Leuten dort ganz ohne Furcht, dass sie Ihnen irrtümlich einen falschen Geldschein gegeben haben. Sie befolgte meinen Rat, und zu ihrer Überraschung entschuldigten sich die Leute in der Bank bei ihr, tauschten die falsche gegen eine echte Banknote aus und behandelten sie ausgesucht höflich. So gibt das Wissen um die Gesetze dem Menschen die Macht, seine Fehler auszulöschen. Doch er kann die Außenwelt nicht dazu zwingen, das zu sein, was er selbst nicht ist. Wenn er sich Reichtum wünscht, muss er zuerst im Bewusstsein reich sein. Eine Frau kam zu mir und bat mich um eine Behandlung für Wohlstand. Sie hatte wenig Interesse an der Führung ihres Haushaltes und in ihrem Heim herrschte große Unordnung. Ich erklärte ihr, wenn sie reich werden wollen, müssen sie Ordnung halten. Alle Menschen mit großem Reichtum sind ordentlich und Ordnung ist des Himmels erstes Gesetz. Und ich fügte hinzu, sie werden nie reich werden, solange ihr Haushalt so unordentlich ist. Sie hatte Sinn für Humor und begann sofort damit, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Sie stellte die Möbel um, mistete Schubladen aus, reinigte die Teppiche und erlebte schon bald darauf eine große finanzielle Manifestation, ein Geschenk von einem Verwandten. Die Frau änderte sich auch selbst und hält sich finanziell dadurch auf der Höhe, dass sie stets auf das Äußere achtet und Wohlstand erwartet in dem Wissen, dass Gott die Quelle ihrer Versorgung ist. Vielen Menschen ist die Tatsache unbekannt, dass Geschenke und Dinge Investitionen sind und dass Horten und Sparen unweigerlich zu Verlusten führen. Mancher teilt aus und bekommt immer mehr. Ein anderer kargt übers Maß und wird doch ärmer. Ich kannte einen Mann, der sich einen pelzgefütterten Mantel kaufen wollte. Er ging mit seiner Frau in verschiedene Läden, fand aber keinen Mantel, der ihm gefiel. Er sagte, sie sähen alle billig aus. Zu guter Letzt wurde ihm einer gezeigt, der, wie ihm der Verkäufer erklärte, eigentlich 1000 Dollar kostete, den man ihm aber für 500 verkaufen würde, weil es auf das Ende des Winters zuging. Er besaß etwa 700 Dollar. Der Verstand hätte ihm gesagt, du kannst es dir nicht leisten, fast dein ganzes Geld für einen Mantel auszugeben. Doch er war sehr intuitiv und überlegte nie lange. Er wandte sich an seine Frau und sagte, wenn ich diesen Mantel bekomme, werde ich eine Menge Geld verdienen. Da stimmte seine Frau, wenn auch zögerlich, zu. Etwa einen Monat später erhielt er eine Provision von 10.000 Dollar. Der neue Mantel hatte ihm das Gefühl vermittelt, reich zu sein und ihn dadurch mit Erfolg und Reichtum verbunden. Ohne den Mantel hätte er die Provision nicht verdient. Der Mantel war eine Investition gewesen, die reiche Dividenden abwarf. Wenn der Mensch diese innere Stimme ignoriert, die ihn zum Ausgeben oder Schenken anregt, wird er den entsprechenden Betrag auf andere, uninteressante oder unerfreuliche Art und Weise verlieren. Eine Frau erzählte mir, sie hätte ihrer Familie am Thanksgiving-Tag mitgeteilt, dass sie sich dieses Mal kein Festmahl leisten könnten. Sie hatte das Geld dafür zwar gehabt, sich aber dafür entschieden, es lieber zu sparen. Einige Tage später schlich sich jemand in ihr Zimmer und entwendete den Betrag, der dem entsprach, den das Festmahl gekostet hätte. Ein Mensch, der Geld ohne Furcht und mit Weisheit ausgibt, hat das Gesetz immer hinter sich. Eine meiner Schülerinnen machte mit ihrem kleinen Neffen Einkäufe. Das Kind wollte unbedingt ein bestimmtes Spielzeug haben, doch sie erklärte ihm, sie könne es sich leider nicht leisten.
Plötzlich dämmerte es ihr, dass sie den Mangel suchte, statt Gott als Quelle ihrer Versorgung anzuerkennen. Da kaufte sie das Spielzeug und auf dem Heimweg fand sie auf der Straße Geld. Genau den Betrag, den sie für das Spielzeug ausgegeben hatte. Die Versorgung des Menschen ist unerschöpflich und zuverlässig, solange man auf sie vertraut. Allerdings müssen Glaube und Vertrauen der Manifestation vorausgehen. Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Denn der Glaube hält die Vision aufrecht, die gegenteiligen Bilder werden ausgelöscht und verbannt, und dann werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Jesus Christus hat uns die gute Botschaft, das Evangelium gebracht, dass es ein höheres Gesetz als das Gesetz des Karmas gibt und dass dieses Gesetz das karmische Gesetz an Macht bei weitem übertrifft. Es ist das Gesetz der Gnade oder der Vergebung. Es ist das Gesetz, das den Menschen vom Gesetz von Ursache und Wirkung, dem Gesetz der Konsequenzen, befreit. Denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Es wird uns gesagt, dass der Mensch auf Erden erntet, wo er nicht gesät hat. Die Gaben Gottes werden einfach über ihn ausgeschüttet. Alles, was das Reich zu bieten hat, ist sein. Dieser andauernde Zustand von Glückseligkeit erwartet den Menschen, der die Denkweise der Menschheit oder der Welt überwunden hat. Das irdische Denken wird von Kummer und Sorgen beherrscht. Doch Jesus Christus sagte: Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Irdische Gedanken beschäftigen sich mit Sünde, Krankheit und Tod. Christus sah deren vollständige Unwirklichkeit und sagte, dass Krankheit und Leid vergehen werden und dass selbst der letzte Feind, der Tod, überwunden werden wird. Wir wissen heute von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus, dass der Tod überwunden werden könnte, wenn dem Unbewussten der überzeugte Glaube an ewige Jugend und ewiges Leben eingeprägt werden würde. Das Unbewusste führt als mächtiges Energiefeld ohne eigene Zielrichtung Anweisungen aus, ohne Fragen zu stellen. Unter der Leitung des Überbewusstseins des dem Menschen innewohnenden Christus oder Gottes wäre es möglich, die Auferstehung des Leibes zu vollbringen. Der Mensch würde dann nicht länger den Körper im Tod ablegen. Stattdessen würde dieser in den Energiekörper transformiert werden, wie ihn Walt Whitman in seinem Buch »I Sing the Body Electric« beschrieb. Denn das Christentum gründet auf der Vergebung der Sünden und einem leeren Grab. Anliegen auf den Herrn werfen, das Unbewusste beeindrucken. Wenn der Mensch die eigene Macht und die Fähigkeit seines Denkens erkennt, dann ist sein Wunsch groß, einen einfachen und schnellen Weg zu finden, seinem Unbewussten positive Einstellungen einzuprägen. Denn intellektuelle Kenntnis der Wahrheit allein führt zu keinen Ergebnissen. In meinem Fall fand ich heraus, dass der einfachste Weg dazu war, die Last abzuwerfen. Ein Metaphysiker erklärte es einmal so: Das Einzige, das in der Natur etwas Gewicht verleiht, ist das Gesetz der Schwerkraft. Und wenn ein Felsbrocken hoch genug über den Planeten gehoben werden könnte, hätte er kein Gewicht. Und das ist es, was Jesus Christus meinte, als er sagte: Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Er hatte die irdischen Schwingungen überwunden und agierte im Reich der vierten Dimension, wo es nur Vollkommenheit, Vollständigkeit, Leben und Freude gibt. Er sagte: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn mein Joch drückt nicht
und meine Last ist leicht. In Psalm 55 wird uns auch gesagt, wirf deine Sorge auf den Herrn. Viele Stellen in der Bibel weisen darauf hin, dass der Kampf Gottes Sache und nicht die des Menschen sei und ermahnen die Menschen, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Dies bedeutet, dass es dem Überbewusstsein oder dem uns innewohnenden Christus obliegt, die Kämpfe des Menschen auszutragen und ihm seine Bürden abzunehmen. Wir sehen also, dass der Mensch das Gesetz verletzt, wenn er Bürden mit sich herumträgt, womit in diesem Fall negative Gedanken und Einstellungen gemeint sind, die in seinem Unbewussten wurzeln. Es scheint fast unmöglich, Fortschritte darin zu machen, das Unbewusste über das Bewusstsein oder den Verstand zu steuern, weil der Verstand, der Intellekt, in seinen Begriffen zu begrenzt und von Zweifeln und Ängsten erfüllt ist. Wie klug ist es dann, eine Bürde an das Überbewusstsein oder den innewohnenden Christus abzugeben, wo sie leicht gemacht wird oder sich in ihre ursprüngliche Bedeutungslosigkeit auflöst. Eine Frau, die dringend Geld benötigte, übergab ihr Anliegen mit den Worten, »Ich werfe den Mangel in meinem Leben auf Christus und bin damit frei, im Überfluss zu empfangen.« Sie übergab ihr Anliegen dem ihr innewohnenden Christus, ihrem Überbewusstsein. Ihr Glaube an den Mangel war ihre Last, und als sie diese an ihr Überbewusstsein abgab, in dem die Vorstellung von Überfluss herrscht, löste sie damit eine kleine finanzielle Lawine aus. In der Bibel heißt es, Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine meiner Schülerinnen bekam ein neues Klavier geschenkt, hatte in ihrem Studio jedoch keinen Platz dafür, bevor sie nicht das alte entfernte. Sie war ratlos. Sie hätte das alte Klavier gerne behalten, hatte aber keine Idee, wohin damit. Als der Liefertermin immer näher rückte, begann sie zu verzweifeln. Schließlich war das neue Klavier auf dem Weg zu ihr und sie hatte noch immer keinen Platz, es aufzustellen. Sie erzählte mir, dass ihr plötzlich einfiel, sich wieder und wieder zu sagen, ich übergebe das Problem Christus in mir und bin frei davon. Kurz darauf klingelte ihr Telefon und eine Freundin fragte, ob sie das alte Klavier mieten könne. Rasch wurde das alte Klavier fortgebracht, wenige Minuten, bevor das neue eintraf. Ich kannte eine Frau, deren Last Groll und Verbitterung war. Sie sagte, ich werfe meinen Groll auf den Christus in mir und bin frei, um zu lieben, in Harmonie zu leben und glücklich zu sein. Das allmächtige Überbewusstsein überflutete ihr Unbewusstes mit Liebe und ihr ganzes Leben veränderte sich. Jahrelang hatte ihr Groll sie in einer qualvollen Gemütsverfassung und ihre Seele, ihr Unbewusstes, gefangen gehalten. Diese Affirmation sollte ständig wiederholt werden, wenn nötig stundenlang, still oder laut, in Ruhe, aber mit Entschlossenheit. Ich habe das oft mit dem Aufziehen eines Grammophons verglichen. Wir müssen uns selbst mit dem gesprochenen Wort aufziehen. Ich habe festgestellt, dass man schon bald, nachdem man sein Anliegen abgeworfen hat, klar zu sehen scheint. Es ist unmöglich, eine klare Sicht zu haben, solange man in der qualvollen Enge des irdischen Geistes gefangen ist. Zweifel und Angst vergiften den Geist und den Körper. Die Imagination läuft Amok und man zieht Unglück und Krankheit an. Indem man ständig die Affirmation »Ich werfe mein Anliegen auf den Christus in mir und bin frei« wiederholt, klärt sich die Sicht. Gemeinsam mit einem tiefen Gefühl der Erleichterung. Und früher oder später manifestiert sich Gutes, sei es Gesundheit, Glück oder materielle Dinge. Einer meiner Schüler bat mich einmal zu erklären, wieso es vor der Morgendämmerung am dunkelsten ist.
In einem vorangegangenen Kapitel habe ich darauf hingewiesen, dass vor einer großen Manifestation häufig alles schief zu gehen scheint und tiefe Depression das Bewusstsein verdunkelt. Das liegt daran, dass aus dem Unbewussten Zweifel und Ängste aus vergangenen Zeiten aufsteigen. Diese schädlichen Relikte drängen aus dem Unbewussten an die Oberfläche, um entfernt zu werden. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem der Mensch wie Josaphat die Zimbeln schlagen und dafür danken sollte, dass er gerettet ist, selbst wenn er vom Feind, der Situation von Mangel oder Krankheit, noch umzingelt zu sein scheint. Der Schüler wollte wissen, wie lange muss man im Dunkeln ausharren? Ich antwortete, bis man in der Dunkelheit sehen kann und das Abwerfen des Anliegens befähigt dazu, im Dunkeln zu sehen. Um das Unbewusste zu beeindrucken, ist tätiger Glaube unerlässlich. Also ist auch der Glaube ohne Werke tot. In den vorangegangenen Kapiteln habe ich mich bemüht, dies deutlich zu machen. Jesus Christus zeigte tätigen Glauben. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen, bevor er für das Brot und die Fische Dank sagte. Ich will noch ein weiteres Beispiel anführen, das zeigt, wie wichtig dieser Schritt ist. Tatsächlich bildet tätiger Glaube die Brücke, über die der Mensch in das gelobte Land hinüberschreitet. Aufgrund eines Missverständnisses hatte sich ein Mann von seiner Frau getrennt, die ihn sehr liebte. Er ging auf keines ihrer Angebote zu einer Versöhnung ein und lehnte jeden Kontakt zu ihr ab. Als sie die geistigen Gesetze kennenlernte, weigerte sie sich, die Trennung als Tatsache zu akzeptieren. Stattdessen affirmierte sie, im göttlichen Geist gibt es keine Trennung. Also kann ich von der Liebe und der Partnerschaft, die mir nach göttlichem Recht zustehen, nicht getrennt sein. Sie zeigte tätigen Glauben, indem sie täglich einen Platz für ihren Mann am Tisch deckte, wodurch sie ihrem Unbewussten das Bild von seiner Rückkehr einprägte. Mehr als ein Jahr verging auf diese Weise. Doch sie ließ sich nicht beirren. Und eines Tages kam er tatsächlich wieder nach Hause. Das Unbewusste wird oft von Musik beeindruckt. Musik verfügt über Eigenschaften der vierten Dimension und befreit die Seele aus ihrer Gefangenschaft. Sie lässt wundervolle Dinge als möglich und einfach zu vollbringen erscheinen. Ich habe eine Freundin, die ihr Grammophon täglich zu diesem Zweck benutzt. Es versetzt sie in vollkommene Harmonie und befreit ihre Vorstellungskraft. Eine andere Frau tanzt häufig, während sie ihre Affirmationen spricht. Der Rhythmus und die Harmonie von Musik und Bewegung tragen ihre Worte mit gewaltiger Macht weiter. Der Schüler sollte immer daran denken, den Tag der kleinen Dinge nicht gering zu schätzen. Ohne Ausnahme tauchen vor jeder Manifestation Anzeichen von Land auf. Bevor Kolumbus Amerika erreichte, sah er Vögel und Zweige im Wasser, die ihm zeigten, dass Land nahe war. Mit Manifestationen verhält es sich genauso. Aber Schüler halten die Vorzeichen häufig für die eigentliche Manifestation und sind enttäuscht. Eine Frau sprach das Wort für ein neues Geschirrset. Kurz darauf schenkte ihr eine Freundin einen Teller, der alt und angeschlagen war. Sie kam zu mir und sagte, »Nun, ich habe mir ein neues Service gewünscht und alles, was ich bekommen habe, ist ein zersprungener Teller.« Ich sagte, »Dieser Teller war nur ein Zeichen von Land. Er zeigt, dass das Service kommen wird. Betrachten Sie ihn als Vögel und Seetang.« Nicht lange danach bekam sie ihr Geschirr. Ständiges Glaubenmachen beeindruckt das Unbewusste. Sieht sich jemand in seiner Vorstellung als wohlhabend und erfolgreich, wird er zu seiner Zeit auch ernten. Kinder tun im Spiel gerne so, als ob, und es steht geschrieben, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich weiß von einer Frau, die zwar sehr arm war, aber niemand konnte sie dazu bringen, sich arm zu fühlen.
Sie verdiente ein wenig Geld bei reichen Freunden, die sie ständig an ihre Armut erinnerten und ihr rieten, gut aufzupassen und sparsam zu sein. Ungeachtet dieser Ermahnungen gab sie gerne alles, was sie verdiente, für einen Hut aus oder um jemandem ein Geschenk zu machen und war dabei immer überglücklich. Ihre Gedanken drehten sich ständig um hübsche Kleider, Schmuck und andere schöne Dinge, jedoch ohne Neid auf andere. Sie lebte in einer wundersamen Welt und nur Reichtum erschien ihr real. Es dauerte nicht lange, bis sie einen reichen Mann heiratete und all die schönen Dinge sichtbar wurden. Ich weiß nicht, ob der Mann die göttliche Wahl war, aber Wohlstand musste sich in ihrem Leben manifestieren, nachdem sie sich immer nur Wohlstand vorgestellt hatte. Es gibt für einen Menschen weder Frieden noch Glück, bis er nicht alle Furcht aus seinem Unbewussten gelöscht hat. Furcht ist fehlgeleitete Energie und muss in die richtige Bahn gelenkt oder in Glauben umgewandelt werden. Jesus Christus sagte: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und alles kann, wer glaubt. Ich werde sehr oft von meinen Schülern gefragt, wie kann ich meine Ängste loswerden? Worauf ich jedes Mal antwortete, indem du deiner Angst entgegentrittst. Der Löwe nährt seinen Grimm aus deiner Angst. Tritt dem Löwen entgegen und er wird weichen. Lauf vor ihm davon und er wird dir hinterherlaufen. In vorangegangenen Kapiteln habe ich gezeigt, wie der Löwe des Mangels verschwindet, wenn ein Mensch sein Geld furchtlos ausgibt und seinen Glauben daran beweist, dass Gott seine Versorgung und deshalb unfehlbar ist. Viele meiner Schüler haben sich aus den Fesseln der Armut befreit und sind nun im Überfluss versorgt, dadurch, dass sie alle Furcht beim Geldausgeben verloren haben. Sie haben ihrem Unbewussten die Wahrheit eingeprägt, dass Gott der Geber und die Gabe ist und dass sie, wenn sie eins mit dem Geber, auch eins mit der Gabe sind. Eine hervorragende Affirmation lautet: Ich danke jetzt Gott, dem Geber, für Gott die Gabe. Wenn ein Mensch sich durch Gedanken an Trennung und Mangel so weit vom Glauben an Gott entfernt, dass es manchmal schon Dynamit braucht, um falsche Vorstellungen aus seinem Unbewussten zu sprengen, so stellt eine große Manifestation dieses Dynamit dar. Im vorangegangenen Beispiel haben wir gehört, wie ein Mensch, indem er Furchtlosigkeit zeigte, von seinen Fesseln befreit wurde. Der Mensch sollte sich stündlich beobachten, um herauszufinden, ob die Motivation für das, was er tut, Furcht oder Glaube entspringt. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, der Furcht oder dem Glauben. Vielleicht fürchtest du bestimmte Personen. Dann gehe diesen Leuten nicht aus Furcht aus dem Weg, sondern sei willens, ihnen freundlich entgegenzutreten. Und sie werden sich entweder als goldene Glieder in der Kette derer, die deinem Besten dienen, erweisen, oder harmonisch aus deinem Leben verschwinden. Vielleicht fürchtet sich jemand vor Krankheit oder Erregern. Dann sollte er in Umgebungen, wo Ansteckung droht, furchtlos und unbesorgt bleiben. So wird er dagegen immun. Man kann sich nur infizieren, wenn man auf derselben Wellenlänge wie die Erreger schwingt. Und Angst zieht den Menschen auf die Schwingungsebene von Bakterien hinab. Natürlich ist ein Krankheitserreger ein Produkt des irdischen Geistes. Und alle Gedanken müssen sich vergegenständlichen. Im Überbewusstsein oder göttlichen Geist gibt es keine Krankheitserreger. Also sind sie nur Trugbilder, die der menschlichen Vorstellung entspringen. Die Erlösung des Menschen erfolgt in einem Augenblick, sobald er realisiert, dass das Übel keine Macht hat. Dann wird die materielle Welt verblassen und die Welt der vierten Dimension, die Welt des Wundersamen, wird in Erscheinung treten.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Liebe. Jeder Mensch auf diesem Planeten wird in die Liebe eingeweiht. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Der russische Schriftsteller Uspensky stellte in seinem Werk Tertium Organum fest, dass die Liebe ein kosmisches Phänomen ist und dem Menschen die Welt der vierten Dimension eröffnet, die Welt des Wundersamen. Wahre Liebe ist selbstlos und frei von Furcht. Sie gießt sich über das Objekt der Zuneigung aus, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu erwarten. Ihre Freude ist die Freude am Geben. Liebe ist eine Manifestation Gottes und die mächtigste Anziehungskraft im Universum. Reine, selbstlose Liebe zieht das ihr eigene an. Sie braucht nicht danach zu suchen oder es zu verlangen. Kaum jemand hat auch nur eine leise Vorstellung von wahrer Liebe. Der Mensch ist selbstsüchtig, tyrannisch oder angstvoll in seiner Zuneigung und verliert dadurch das, was er liebt. Eifersucht ist der schlimmste Feind der Liebe, denn wenn die Einbildung mit dem Menschen durchgeht, sieht er, wie die geliebte Person sich zu einem anderen Menschen hingezogen fühlt, und unweigerlich werden diese Ängste Wirklichkeit, wenn sie nicht neutralisiert werden. Eine Frau kam völlig aufgelöst zu mir. Der Mann, den sie liebte, hatte sie wegen anderer Frauen verlassen und ihr gesagt, dass er nie vorhatte, sie zu heiraten. Sie war von Eifersucht und Groll erfüllt und sie sagte, sie hoffe, dass er so leiden würde, wie sie seinetwegen litt. Und sie fügte hinzu, wie konnte er mich nur verlassen, wo ich ihn doch so liebte? Sie lieben diesen Mann nicht. Sie hassen ihn, antwortete ich. Sie können nie erhalten, was sie nicht selbst gegeben haben. Schenken Sie vollkommene Liebe, dann werden Sie auch vollkommene Liebe empfangen. Nützen Sie diesen Mann dazu, sich zu vervollkommnen. Schenken Sie ihm vollkommene, selbstlose Liebe und erwarten Sie keine Gegenleistung. Kritisieren und verdammen Sie ihn nicht und segnen Sie ihn, wo auch immer er sein mag. Nein, erwiderte sie, ich werde ihn nicht segnen, solange ich nicht weiß, wo er ist. Nun, sagte ich, das ist keine wahre Liebe. Wenn Sie wahre Liebe aussenden, wird wahre Liebe zu Ihnen zurückkehren, entweder von diesem Mann oder von einem ihm Gleichwertigen. Denn wenn dieser Mann nicht die göttliche Wahl ist, werden Sie ihn nicht haben wollen. Da Sie mit Gott eins sind, sind Sie auch eins mit der Liebe, die Ihnen durch göttliches Recht zusteht. Monate vergingen, in denen alles beim Alten blieb, doch sie arbeitete gewissenhaft an sich selbst. Ich sagte ihr, wenn Sie sich nicht länger wegen seiner Grausamkeit grämen, wird er aufhören, grausam zu sein, weil Sie dies durch Ihre eigenen Gefühle anziehen. Dann erzählte ich ihr von einer Bruderschaft in Indien, deren Mitglieder sich nie mit »Guten Morgen« begrüßten. Stattdessen wählten sie die Worte »Ich grüße die Göttlichkeit in dir«. Sie grüßten die Göttlichkeit in jedem Menschen und in den wilden Tieren des Dschungels. Und sie wurden nie verletzt, weil sie in jedem Lebewesen nur Gott sahen. Ich sagte, begrüßen Sie die Göttlichkeit in diesem Mann und sagen Sie, ich sehe nur dein göttliches Selbst. Ich sehe dich, wie Gott dich sieht, vollkommen, geschaffen als sein Ebenbild. Sie bemerkte bald, dass sie selbstsicherer wurde und ihren Groll nach und nach verlor. Eines Tages sagte sie plötzlich, Gott segne ihn, wo immer er auch sei. Das ist nun wahre Liebe, stellte ich fest. Sobald die Situation Sie nicht länger belastet, werden Sie seine Liebe gewinnen oder eine gleichwertige Liebe anziehen. Da ich zu diesem Zeitpunkt umzog und kein Telefon hatte,
hatte ich einige Wochen keinen Kontakt zu ihr. Doch eines Morgens erhielt ich einen Brief, in dem stand: Wir haben geheiratet. Bei der erstbesten Gelegenheit besuchte ich sie. Meine ersten Worte waren: Was ist passiert? Oh, rief sie aufgeregt, ein Wunder ist geschehen. Eines Morgens wachte ich auf und stellte fest, dass all mein Schmerz verschwunden war. An jenem Abend traf ich ihn und er bat mich, seine Frau zu werden. Schon eine Woche später heirateten wir und ich habe nie einen hingebungsvolleren Mann gesehen. Ein altes Sprichwort sagt: Kein Mensch ist ein Feind, kein Mensch ist ein Freund, jeder Mensch ist ein Lehrer. Deshalb sollte man unpersönlich an Situationen herangehen und das lernen, was andere einen lehren können. So wird man schon bald seine Lektionen gelernt haben und frei sein. Der Liebhaber der Frau lehrte sie selbstlose Liebe, etwas, das jeder Mensch früher oder später lernen muss. Leiden ist für die Entwicklung des Menschen nicht notwendig. Es ist eine Folge der Verletzung des spirituellen Gesetzes. Aber nur wenige Menschen scheinen in der Lage zu sein, ohne Leid aus ihrem Seelenschlaf zu erwachen. Wenn Menschen glücklich sind, werden sie meist selbstsüchtig und setzen damit automatisch das Gesetz des Karmas in Aktion. Menschen erleiden oft einen Verlust durch einen Mangel an Wertschätzung. Ich kannte eine Frau, die einen sehr netten Ehemann hatte, aber oft sagte: Verheiratet zu sein bedeutet mir nichts. Aber damit will ich nichts gegen meinen Ehemann sagen. Ich bin einfach nicht an einem Eheleben interessiert. Sie hatte andere Interessen und war sich kaum bewusst, dass sie einen Ehemann hatte. Sie dachte nur an ihn, wenn sie ihn sah. Eines Tages erklärte ihr Ehemann ihr, dass er sich in eine andere Frau verliebt habe und verließ sie. Aufgelöst und voller Groll kam sie zu mir. Ich sagte ihr: Was passiert ist, haben Sie selbst durch Ihre Worte veranlasst. Sie haben gesagt, dass die Ehe Ihnen nichts bedeute. Deshalb hat Ihr Unbewusstes dafür gesorgt, dass die Ehe beendet wurde. Sie antwortete: Oh, ja, ich verstehe. Die Leute bekommen, was sie sich wünschen. Und dann fühlen sie sich schrecklich verletzt. Sie arrangierte sich schon bald harmonisch mit der Situation und ihr wurde klar, dass sie beide getrennt viel glücklicher waren. Wenn eine Frau gleichgültig oder kritisch wird und aufhört, ihrem Mann eine Inspiration zu sein, vermisst er den Reiz aus den Anfängen der Beziehung und wird ruhelos und unglücklich. Ein Mann kam zu mir, entmutigt, unglücklich und arm. Seine Frau interessierte sich für die Wissenschaft von den Zahlen, die Numerologie, und hatte sich seine Zahlen deuten lassen. Es scheint, dass das Ergebnis nicht besonders erfreulich ausgefallen war, denn er sagte: Meine Frau sagt, dass aus mir nie etwas werden wird, weil ich eine 2 bin. Ich antwortete: Mir ist egal, was ihre Zahl ist. Im göttlichen Geist sind sie eine vollkommene Idee und wir werden den Erfolg und den Wohlstand einfordern, der von der unendlichen Intelligenz bereits für sie geplant ist. Innerhalb weniger Wochen hatte er eine gute Stelle gefunden und 1 oder 2 Jahre später hatte er großen Erfolg als Schriftsteller. Niemand hat im Berufsleben Erfolg, solange er seine Arbeit nicht liebt. Nur ein Bild, das ein Künstler aus Liebe zu seiner Kunst malt, wird ein Meisterwerk. Für das, was man nur des Geldes wegen schafft, schämt man sich später oft lange. Niemand kann Geld anziehen, der es verachtet. Viele Menschen bleiben in Armut, weil sie sagen: Geld bedeutet mir nichts und ich verachte Leute, die Geld haben. Das ist der Grund, warum so viele Künstler arm sind. Ihre Verachtung für Geld trennt sie davon. Ich erinnere mich daran, wie ein Künstler über einen anderen sagte: Er ist kein guter Künstler, er hat ein dickes Bankkonto. Diese Geisteshaltung trennt den Menschen von seiner Versorgung. Er muss in Harmonie mit etwas sein, um es anzuziehen.
Geld ist Gott als Manifestation von Freiheit, von Mangel und Beschränkung. Aber es muss immer in Umlauf bleiben und richtig eingesetzt werden. Horten und Knausern rächen sich unerbittlich. Das bedeutet nicht, dass der Mensch nicht Häuser und Grundstücke, Aktien und Wertpapiere besitzen soll, denn die Scheunen der Rechtschaffenen sollen voll werden. Es bedeutet vielmehr, dass der Mensch nicht einmal das Grundkapital schonen sollte, wenn eine Gelegenheit eintritt, wofür dringend Geld nötig ist. Indem er es furchtlos und mit Freude weggibt, öffnet er den Weg, auf dem mehr hereinkommen kann. Denn Gott ist die unfehlbare und unerschöpfliche Versorgung des Menschen. Dies ist die spirituelle Einstellung zu Geld, und die großartige Bank des Universums versagt nie. Ein gutes Beispiel für das Horten lieferte der Film Greed, Habgier, aus dem Jahr 1924. Eine Frau gewinnt $5,000 in der Lotterie, will sie aber nicht ausgeben. Sie hortet das Geld und geizt damit, lässt ihren Ehemann leiden und hungern und schrubbt schließlich sogar anderer Leute Böden, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie liebt das Geld des Geldes wegen und stellt es über alles. Doch eines Nachts wird sie ermordet und ihr Geld geraubt. Dies ist ein Beispiel für die Aussage, denn Geiz ist die Wurzel allen Übels. Geld an sich ist gut und nützlich. Doch wenn man es für zerstörerische Zwecke einsetzt, es hortet und damit geizt, oder wenn es wichtiger genommen wird als die Liebe, bringt es Leid und Unheil und schließlich den Verlust des Geldes. Folge dem Pfad der Liebe und alles wird dir zufallen. Denn Gott ist Liebe und Gott ist die Versorgung. Folge dem Pfad der Selbstsucht und der Habgier, und die Versorgung verschwindet, oder du wirst von ihr getrennt. Ich kenne die Geschichte einer sehr reichen Frau, die all ihre Einkünfte hortete. Sie gab kaum etwas davon weg, aber sie kaufte und kaufte Dinge für sich selbst. Sie war verrückt nach Halsketten, und eine Freundin fragte sie einmal, wie viele sie besäße. Sie antwortete, 67. Sie kaufte sie und verwahrte sie sorgfältig in Seidenpapier eingewickelt. Hätte sie die Halsketten getragen, wäre alles in Ordnung gewesen. Doch sie verletzte das Gesetz des Gebrauchs. Ihre Schränke waren mit Kleidern gefüllt, die sie nie anzog, und mit Schmuck, der nie das Licht erblickt hatte. Die Arme der Frau wurden allmählich gelähmt, weil sie so krampfhaft an den Dingen festhielt. Und schließlich wurde sie für unmündig erklärt und ihre Reichtümer wurden anderen zur Verwaltung übertragen. So zieht der Mensch in Unwissenheit des Gesetzes seinen Ruin selbst an. Alle Krankheit und alles Unglück kommen durch eine Verletzung des Gesetzes der Liebe. Des Menschen Bumerange, Hass, Groll und Unzufriedenheit kehren mit Krankheit und Sorgen beladen zu ihm zurück. Liebe scheint eine fast vergessene Kunst zu sein. Doch der Mensch, der das spirituelle Gesetz kennt, weiß, dass sie wiedererlangt werden muss. Denn ohne die Liebe ist er nur dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Ich hatte eine Schülerin, die Monat für Monat zu mir kam, um ihr Bewusstsein von Groll zu reinigen. Nach einer Weile erreichte sie einen Punkt, an dem sie nur noch einer einzigen Frau gegenüber Groll hegte. Aber diese Frau beschäftigte sie sehr. Doch nach und nach wurde sie selbstsicherer und harmonischer. Und schließlich war ihr Groll gänzlich ausgelöscht. Sie kam strahlend zu mir und rief, »Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Die Frau hat etwas zu mir gesagt. Doch anstatt wütend zu werden, war ich liebevoll und freundlich.« Da hat sie sich bei mir entschuldigt und war absolut liebenswürdig. Niemand kann sich das wunderbar leichte Gefühl vorstellen, das ich nun fühle. Liebe und Wohlwollen sind im Geschäftsleben unbezahlbar. Eine Frau kam zu mir und beklagte sich über ihre Chefin. Sie sagte, sie wäre kalt und überkritisch und sie wusste, dass diese Frau ihr ihre Position nicht gönnte.
Nun, antwortete ich, dann grüßen Sie das Göttliche in dieser Frau und senden Sie ihr Liebe. Das kann ich nicht, erwiderte sie. Sie ist aus Stein. Ich antwortete, Sie erinnern sich bestimmt an die Geschichte von dem Bildhauer, der um einen bestimmten Marmorblock bat. Als er gefragt wurde, warum er ausgerechnet diesen haben wollte, sagte er,